So, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe hier eine SMS, die habe ich seit 3 Jahren, kennt ihr die auch? Da steht drauf, 30.09. 10.24 Uhr Parkschützeralarm. Sofort in den Park kommen. Die habe ich aufgehoben, weil die mich immer daran erinnert, dass ich so immer meinen Hintern wieder hochkriegen muss und immer weitermachen muss. Und wir spielen heute mal was anderes, weil wir haben uns überlegt, normalerweise setteln wir immer ein bisschen rein, wenn wir hier spielen, weil wir einfach euch nicht so lange in der Kälte stehen lassen wollen und immer ein bisschen Radau machen, damit ihr euch bewegen könnt. Aber diesmal spielen wir mal was ganz Ruhiges. Ich hoffe, ihr habt genug Geduld, um zuzuhören. Das Stück heißt Infant Eyes, also Kinderaugen. Und das ist von Wayne Shorter. Und das spielen wir deswegen, weil es gibt ein so ein wunderbares Bild, das hier den 30.09. finde ich wahnsinnig gut zusammenfasst. Da sieht man so ein junge Frau, die ist vielleicht, oder nee, eine Jugendliche, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie alt. 14, 15 vielleicht, ja, mit so einem Haarkranz. Die schaut gerade so hoch, die kniet mit ihrer Mama oder eine ältere Frau, die hat die so einen Arm. Und die guckt so hoch, sitzt am Boden und über sie gebeugt ist so ein Darth Vader-Polizist. Schwarzer Montur und so. Und der Blick von dem Mädchen, das ist Wahnsinn. Und deswegen spielen wir jetzt Infant Eyes. Das ist ein ganz anderes Sache. Aber es ist ein ganz anderes Sache.
Freundinnen und Freunde, wir sind noch nicht am Ende des Programms. Wir sind nicht am Ende des Programms. Als nächster Redner kommt Wolfgang Däubler. Bevor er spricht, wollte ich noch als Nachtrag zu meinen Bemerkungen zum 2. und 3. Oktober in der Innenstadt darauf hinweisen, dass es wunderschöne kleine Flyer gibt, die dort verteilt und den Leuten aus nah und fern in die Hand gedrückt werden können, um deutlich zu machen, dass Stuttgart 21 der größte technisch-wissenschaftliche Betrugsfall der deutschen Industriegeschichte ist. Bedient euch und versorgt euch damit. Davon wird es genug geben, dass alle, die Lust haben, den Druck weiter aufrechtzuerhalten, dann auch an diesen Tagen aktiv werden können. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt also darf ich Ihnen Dr. Wolfgang Däubler ankündigen, Professor für Wirtschafts- und Arbeitsrecht an der Universität Bremen, ein unbeugsamer Streiter für Arbeitnehmerrechte, der einen exzellenten Namen gerade auch bei denen hat, denen die Agenda 2010 in den letzten Jahren das Leben so sauer gemacht hat. Herzlich willkommen, Professor Dr. Wolfgang Däubler.